Die Pastoren und die Theologen, die haben was versäumt an uns. Die haben uns nicht informiert. Ja? Die googeln ihre Predigten zusammen. Manna aus der Dose. Ja? Gebrauchte Predigten, ja? Die jemand anders schon mal gehalten hat. Das ist doch traurig, ja? Ja, die sieben Posaunengerichte. Ich muss gestehen, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, weil das ja so schwierige Themen auch oftmals sind. Und dann sage ich immer gerne, also um in den Himmel zu kommen, brauchst du nur so ein ganz klein bisschen Glaube. Ja? Also man braucht keine großen Erkenntnisse und große Dinge zu bewegen, sondern Jesus Christus gestorben und auferstanden für uns, das genügt. Ja? Und unser Heil, unsere Rettung liegt nicht in unserem Wissen oder in unserem richtigen Bekenntnis, ja. Das soll auch richtig sein, das Bekenntnis. Aber retten tut uns der gnädige Gott. Ja, das ist, wo wir bauen drauf und wo wir hoffen drauf. Die Güte Gottes in Christus, das rettet uns. Er rettet uns, ja. Und da mag sein, der eine ist vielleicht im Katholizismus unterwegs oder groß geworden und der andere bei den Zeugen Jehovas, ja. Aber die Entscheidung darüber, über das Heil trifft ja Jesus Christus. Ja, trotzdem glaube ich, wenn jemand wirklich sucht, der wird auch finden, der wird zum Wort Gottes finden, der wird das Evangelium auch finden, gar keine Frage. Ja. Aber da dürfen wir manchmal auch ein weites Herz haben mit Menschen, die um uns herum sind. Ja. Gut, Posaunengerichte. Also jetzt sind wir schon ziemlich tief in diese ganzen Themen eingestiegen mit den 3-1-Ordnungen und mit den Siegelgerichten. Und da haben wir so eine Struktur gefunden, die 3-1, die war ganz interessant und hilfreich auch, um uns ein bisschen mit dem Text zu beschäftigen. Und heute finden wir noch eine andere Struktur und die ist auch so eine Zahlenstruktur und die heißt 12-2. Ist vielleicht für den einen oder anderen neu, manche wissen es vielleicht auch, ja. Die finden wir auch immer wieder in der Bibel, die 12-2, und die wird uns auch in diesem Text hier begegnen. Vielleicht erinnert ihr euch dran, 12 Stämme Israels gibt's, ja. Da gibt es aber in der Offenbarung irgendwie noch so 2 Zeugen. Ja, da hat man auch 12-2. Der hohe Priester, der hatte ein Brustschild. Und auf dem Brustschild, schauen wir uns auch gleich an, da sind 12 Edelsteine drauf. Ja, für jeden Stamm Israels ein Edelstein. Aber in dem Brustschild, da war noch was drin. Wisst ihr, was da drin war? Bitte? Die Lose, ja? Lose. Urim und Thummim. Ja? Niemand weiß, woher Mose die hatte. Gott sagt nur, tu die da rein. Niemand weiß, ob das Steine waren, was es überhaupt für Material war, weiß niemand. Sogar die Bedeutung der Namen ist verloren gegangen. Man weiß nicht, was Urim heißt, man weiß nicht, was Thummim heißt. Das ist im Hebräischen verschwunden. Könnt ihr in Wikipedia mal nachgucken. Man weiß nicht, was die Worte bedeuten. Man vermutet, dass das Licht und Recht heißt. Was man sieht, ist, dass das Mehrzahl ist. IM. Ja? Urim und Thummim. Also Lichtherr und Gerechtigkeiten. Das kann der Pfälzer kaum aussprechen, aber so wäre es im Hochdeutschen. Ja? Ja? Also Mehrzahl. Jerusalem, 2 Jerusalems, ein irdisches, ein himmlisches. Ja? Urim und Thummim. Wahrscheinlich 2. Niemand weiß, wer die sind. Heute Abend schauen wir uns ein bisschen an, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Ja? Also eine andere Sicht, das habe ich euch schon gezeigt, ja, dass das so ein Zoom ist. Die Bibel geht also vom Groben ins Feine bis zum Schluss, bis in die 70. Jahrwoche, bis in Details. Also sie verschweigt da nichts, aber am Anfang ist nochmal so ein grober Abriss, ja, wo man sich vielleicht auch nicht so sehr in Details verlieren darf. Ja. Das haben wir schon gesehen. Und jetzt haben wir auch schon die Siegel uns angeschaut und die fangen praktisch an. Das ist die Weltgeschichte, vom Anfang der Weltgeschichte bis ans Ende. Und heute schauen wir uns die Posaunen an, so ein Zoom, ja, die also praktisch sich nur mit der Israelsgeschichte beschäftigt. Und warum das so ist, das sehen wir gleich am Text. Ich zeige euch hier auch mal einen Ausschnitt vom Text und so wie die Struktur da ist. Ich habe das ein bisschen farbig hinterlegt. Also das Rote, das sind die ersten 4 Posaunen. Dann kommt die 5. Posaune, die ist da eingeschoben. Einschub, wissen wir schon, 3-1 war ja auch ein Einschub. Und dann kommt die 6. Posaune. Und nach der 6. Posaune kommen die 7 Donner. Und nach den 7 Donnern kommt der neue Auftrag an Johannes, abermals zu weissagen, dieses Büchlein zu essen. Dann kommen die beiden Zeugen, Offenbarung 11. Und dann kommt am Ende von Offenbarung 11 die letzte 7. Posaune. Ja, so ist der Ablauf. Vielleicht lesen wir das auch einfach mal, weil das einfach auch dazugehört, wenn ihr aufschlagen wollt. Offenbarung 8 lese ich von Vers 1.
Und da es das siebente Siegel auftat, das Lamm, da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchfass. Und ihm ward viel Räuchwerk gegeben, dass er es gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Stuhl oder vor dem Thron. Ja? Und der Rauch des Räuchwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu posaunen. Und der erste Engel posaunte, und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der andere Engel posaunte, und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starben, und der dritte Teil der Schiffe wurden verderbt. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, weil viele Menschen starben vor den Wassern, weil sie waren so bitter geworden. Und der vierte Engel posaunte, und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, dass ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht schien und die Nacht desgleichen. Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen, der drei Engel, die noch posaunen sollen. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens. Und es ward verfinstert die Sonne und die Luft vor dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten das Gras auf Erden, noch ein grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang, und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sind gleich den Rossen, die zum Kriege bereitet sind, und auf ihrem Haupt wie Kronen, dem Golde gleich, und ihr Antlitz gleich der Menschen Antlitz, und hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen, und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügeln wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, und hatten Schwänze gleich den Skorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen, und ihre Macht war zu beschädigen die Menschen 5 Monate lang, und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, dessen Name heißt auf Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Ein Wehe ist dahin, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach dem. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und es wurden die 4 Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat und auf das Jahr, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des riesigen Volkes war viel 1000 mal 1000, oder bei manchen steht, glaube ich, 200 Millionen. Ja? Und ich hörte ihre Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesicht, und die darauf saßen, dass sie hatten feurige und bläuliche und schweflige Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihrem Mund ging Feuer und Rauch und Schwefel.
Von diesen Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Munde ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können, und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Hurerei und Dieberei. Zauberei, Pharmazie, ja, steht da, glaube ich. Wissen wahrscheinlich viele von euch, ja, ne? Pharmakeia. Gut, das ist der Text. Ist euch irgendeine Formulierung aufgefallen, die immer wieder kommt? In dem Text? Drei, ja? Der dritte Teil, ne? Das kommt immer wieder. Es wird immer wieder wiederholt dort. Gut, wir schauen uns mal den Text an, die Struktur von dem Text. Also wir haben hier die ersten vier Posaunen, der rote Teil. Und dann kommt die fünfte Posaune, die ist von den anderen Posaunen abgesetzt. Und zwar durch so einen Weheruf. Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaunen, der drei Engel, die noch posaunen sollen. Das ist ein Weheruf. Und der trennt die ersten vier von der fünften Posaune. Und die fünfte Posaune, wenn die zu Ende ist, ist wieder ein Weheruf. Ein Wehe ist dahin, sieh, es kommen noch zwei Wehe nach dem. Also das ist wie eingeschoben in den Text, ja, diese fünfte Posaune. Und dann kommt die sechste Posaune und dann die sieben Donner und zum Schluss dann die siebte Posaune. Ja. Und hier nach den beiden Zeugen haben wir nochmal ein Wehe. Das andere Wehe ist dahin, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Das sind diese dreimal Weherufe, die da in dem Text sind. Ja, darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, weh denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Schauen wir nochmal kurz zurück, was wir bei den Siegeln hatten, ja, bei den sieben Siegeln. Da haben wir diese vier Reiter gehabt. Einer bringt den Sieg, einer Krieg, einer Teuerung und einer den Tod. Dann kommt das fünfte Siegel mit den Märtyrern unter dem Altar. Und im sechsten Siegel haben wir Erdbeben, die Sonne wird schwarz, der Mond wird wie Blut, die Sterne fielen auf die Erde. Und dann kommt Christus und hält das Endgericht. Ja, der Tag des Zornes des Lammes. Und im siebten Siegel werden die sieben Posaunengerichte angekündigt. Ja, der siebte Siegel enthält die sieben Posaunen. Ja, die kommen dann, werden dann angekündigt und laufen dann ab. Da ist eine Stille im Himmel bei einer halben Stunde und dann werden erst die Gebete der Heiligen auf den Räucheraltar gegeben und das wird ausgegossen auf die Erde und dann fangen die an zu posaunen. Und da haben wir gesagt, diese vier Reiter oben, die zeigen, dass uns die Welt im Gericht, der Altar mit den Märtyrern sind die Gläubigen des Alten Bundes, Altes Testament, ja, war ja noch so ein ganz grober Abriss. Das sechste Siegel zeigt, Christus kommt am Ende der Gemeindezeit. Und wir haben auch hier ein Bild auf diese Ende der Gemeindezeit, weil der Feigenbaum mit den Feigen dann wieder auftaucht. Wohl ein Bild für Israel oder auch für die Gemeinde. Ja. Und das ist der Passus, mit dem wir uns beschäftigen, mit den Posaunen. Ja. Okay, der dritte Teil, habt ihr gesagt, kommt da so ganz oft vor. Und den zählen wir einfach mal, wie oft der da vorkommt im Text. Ja. Denn der dritte Teil, der kommt 12-mal und 2-mal vor. Ja? Also Offenbarung Kapitel 8, siebte Siegel, Vers 1, das ist die Einleitung, da es das siebte Siegel auftat, war die Stille. Und dann werden die Engel mit den sieben Posaunen ausgerüstet und dann blasen die. Und dann seht ihr hier in dem Text, und der erste Engel posaunt und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde und der dritte Teil der Erde verbrannte. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte. Und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starben. Und der dritte Teil der Schiffe wurde verderbt. Und der dritte Teil der Wasserströme. Und der dritte Teil der Wasser wurde Wermut.
Und der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, dass ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht schien und die Nacht desgleichen. Das sind diese dritter Teil. Und wenn man die zählt, dann sind das 12 Stück. Ja? 12-mal kommt da drin der dritte Teil vor. Und dieser dritte Teil, der wird irgendwie gerichtet. Ja? Der fällt unter Gericht. Ist ja die Frage, welcher, wieso dritter Teil? Der dritte Teil der Menschheit vielleicht? Die Menschheit stammt von Noah ab. Sem, Ham, Japhet, betrifft das die Semiten? Ist das Israel? Ich denke schon. Ja? Der dritte Teil kommt hier 12-mal vor. Und in der fünften Posaune kommt der dritte Teil nicht vor, weil das ein Einschub ist. Ja, der war ja abgesetzt von dem übrigen Text mit den Weherufen. Die fünfte Posaune ist irgendwie eine andere, hat einen anderen Inhalt. Aber in der sechsten Posaune kommt der dritte Teil wieder vor. Und wenn man den mal schaut, das ist ja lange, lange Text, da habe ich die einfach mal rausgeholt, ja, dass sie töteten den dritten Teil der Menschen und von dieser Plage ward getötet der dritte Teil der Menschen. Wieder nochmal zweimal der dritte Teil. Und die Plage, die hier beschrieben ist, das sind die Rosse hier im Gesicht, ja, und die darauf saßen. Und die hatten feurige, also rote und bläuliche und schweflige Panzer. Mündungsfeuer, kann man das sagen? Rauchdampf, Pulverdampf und Schwefel, um das zu zünden. Ich glaube tatsächlich, dass hier Feuerwaffen beschrieben werden. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Erstaunliche ist, dass Johannes das 90 nach Christus schreibt und Feuerwaffen von den Chinesen erfunden wurden erst im Jahr 1000 nach Christus. Johannes beschreibt also hier was, was es noch gar nicht gab zu der Zeit. Ja, und wir werden auch gleich sehen, dass das hier keine geistliche Übertragung ist, sondern dass es um einen echten Krieg handelt. Kommt aber gleich nochmal da drauf. Ja? Ich wollte euch noch eins zeigen, genau. Die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, hatten feurige, bläuliche und schweflige Panzer. Ja? Und aus ihrem Mund ging Feuer, ja? Und Rauch und Schwefel. Also Rauch, bläulich, Feuer, feurig und Schwefel, schweflige Panzer. Das ist die Entsprechung, die man da hat, ja? Von den beiden Beschreibungen. Hier geht es um den echten Krieg, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Uns geht es nur mal um die Struktur, die wir hier sehen. Also wir haben hier zweimal der dritte Teil. Also wir haben einmal 12-mal der dritte Teil und einmal 2-mal der dritte Teil. Und das sind seltsame Strukturen, die hat sehr, sehr viel mit Israel zu tun. Die 12 und die 2, die finden wir schon mal, und zwar in dem Brustschild vom Hohen Priester. Ja? Da gibt es die schon mal. Und wir wissen auch, Israel hat 12 Stämme und dann gibt es nochmal 2, die irgendwie noch fehlen, ja, die 2 Zeugen, ja. Das ist der Brustschild, das ist der hohe Priester, also so ähnlich sah er aus. Ja, ist kein Farbfoto von ihm, ja, sondern man hat ihn nachgebaut. Ja, der war sehr prächtig gekleidet, oben auf dem Stirnband, heilig dem Herrn stand da drauf. Ja, die anderen Priester waren nur ganz einfach in weiße Leinwand gekleidet, aber der hohe Priester war ganz, ganz herrlich geschmückt. Ja. Auch unten am Kleid hatte der so Glöckchen dran, also man hat immer gehört, wo der gegangen ist und wo der in der Stiftshütte oder im Tempel war, wusste man immer, wo der sich gerade aufhielt. Dann hatte der 2 Schulterklappen und dann hatte der oben diesen goldenen Kopfschmuck und dann hatte der dieses Brustschild hier, das Ephod. Und auf dem Ephod waren 12 Edelsteine, ja? 12 Edelsteine für Israel. Und im Brustschild drin waren 2 Urim und Tumim. Und wir haben, wenn man das mal heilsgeschichtlich sieht, haben wir 12 Stämme Israels im Alten Testament. Und in der Offenbarung haben wir noch 2 Zeugen. Die gehören ja auch irgendwie zu Israel noch dazu. Ja? Meine, da kommen wir jetzt vielleicht nicht ganz im Detail drauf, aber mein Verständnis davon ist so, dass das das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind, die beiden Zeugen, die noch fehlen. Deswegen sind Urim und Thummim auch in der Mehrzahl. Es sind keine Einzelpersonen, sondern es sind doch 2 Gruppen, 2 Stämme, die noch irgendwie fehlen. Und dieses Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die werden in der letzten Zeit in Jerusalem wiedergeboren. Die kommen zum Glauben an Jesus Christus. Ja, dann wären die ja geistlich lebendig. Ja. Ja, dann hätten die ja Gottes Wort und Geist in sich. Ja. Dann wären die ja Licht und Recht. Ja. Dann wären das keine Steine mehr.
wären das keine Steine. Es steht auch nirgendwo in der Bibel, dass es Steine sind. Man vermutet das. Da steht nur, nimm Urim und Tumim und tu die in das Brustschild. Die waren auf der Wüste, in der Wüste, auf der Wüstenwanderung. Ja? Genau, die konnten reden. Das waren lebendige etwas. Lebendige Steine ist jetzt auch falsch. Ja? Aber die hat man befragt bis zur Zeit Davids. Saul hat die noch befragt. Ja? Die waren lebendig. Naja, natürlich, weil die zwei Zeugen des Haus Davids und der Bürger Jerusalems ja wiedergeboren sind. Das würde ja bedeuten, dass Israels Heilsgeschichte, also jetzt mal ohne uns Christen aus den Nationen, rein aus der israelischen Linie, hätten wir 12 Stämme Israels im Alten Testament und in der Endzeit noch 2 Stämme, die wiedergeboren sind, die lebendig sind, die Gottes Wort weissagen werden, denn die haben einen Dienst dort zu tun, 1260 Tage. Die sind lebendig. Warum? Weil die wiedergeboren sind. Und warum ist Urim und Tumim lebendig? Weil die ein Bild sind auf die Wiedergeborenen. Und diese Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit ist so geheim, so verborgen, wie man diese beiden Urim und Tumim heute nicht mehr kennt. Ja, diese Urim und Tumim sind so geheimnisvoll, man hat die auch von außen nicht sehen können. Aber durch Gottes Gnade schauen wir da rein und verstehen, Jerusalem wird wiedergeboren in der Endzeit. Wer wird dort wiedergeboren? Das Haus David und die Bürger Jerusalems, denn sie werden sehen in den sie gestochen haben. Sie haben einen offenen Born wieder, die Sünde und Unreinigkeit. Und sie weinen um ihn, wie man weint um einen ersten Sohn. Da beschreibt Zacharja Wiedergeburt. Jesus sehen, Trauer über Sünde, Trauer über Jesus, dass er auf Golgatha sterben musste und Reinigung von Sünde. Das ist neutestamentlich. Ja? Und Zacharja sagt, die den sehen, in den sie gestochen haben, sind nicht Israel. Ihr hört das immer in den Predigten, dass es heißt, Israel wird am Ende noch Jesus erkennen. Warum? Also es steht in Zacharja, das steht da nicht. In Zacharja steht das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Aha, also nicht ganz Israel, nein. Sondern das Evangelium geht dahin, wo es angefangen hat, nach Jerusalem. Da fing es an und da hört es auch wieder auf, in der Königsstadt Gottes. Und die in der letzten Zeit wiedergeboren werden, das Haus David und die Bürger Jerusalem, sind lebendig durch Gottes Geist. So lebendig wie die zwei Urim und Tumim. Aber das ist so ein Geheimnis gewesen über die Christenheit hinweg, wie man hier, man konnte das nicht sehen. Und eigentlich, wenn wir über die Wiedergeburt Jerusalems nachdenken, dann machen wir das Brustschild auf und gucken da rein. Und wir wissen, was das ist, was da drin ist. Ja? Das heißt, das Volk Israel besteht aus 12 Stämmen im Alten Testament, aus 12 edlen Steinen, aber tote Steine. Und aus 2 lebendigen Urim und Tumim. Ja? Das ist das, was der Hohepriester auf seinem Herzen trägt. Christus, der Hohepriester, trägt sein Volk auf dem Herzen. Diese edlen Steine waren nicht lebendig. Deswegen sage ich, im Alten Testament gab es noch keine Wiedergeburt. Ja? Urim und Tumim waren lebendig. Warum? Weil die ein Bild sind auf diese geheimnisvollen beiden Haus David und Bürger Jerusalems in der letzten Zeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ja? Und wenn wir über die Wiedergeburt Jerusalems nachdenken, dann schauen wir dem Hohenpriester ins Brustschild rein. Und dann verstehen wir, das ist so geheim, wie die Bedeutung Urim und Tumim verloren gegangen ist. Aber wir wissen jetzt, warum die in der Mehrzahl stehen, weil das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind, ist auch Mehrzahl. Ja? Wir wissen jetzt, warum Urim und Tumim lebendig gewesen sind, weil die im Bild sind auf die wiedergeborene Gemeinde Jesu, die dann in Jerusalem sein wird. Wir wissen, warum das 2 waren. Wir wissen auch, wo Mose die Härte, die hat er irgendwie vom Herrn geschenkt bekommen, weil Christus die auch den wiedergeborenen Überrest vom Herrn geschenkt bekommt. Das ist Altes Testament, das steht im Tanach, in der Tora und ist eigentlich ein Bild auf etwas sehr neutestamentlich Endzeitliches. Ja? Also wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Jesaja 53 redet von Christus. Ja? Jesaja 54 redet von der Gemeinde Jesu aus den Juden. Jesaja 55 redet von der Gemeinde Jesu aus den Heiden. Kommt her zu mir alle, kauft umsonst, ohne Geld, Wein und Milch. Kommt alle zu mir, alle, nicht nur Israel. Ja?
Jesaja 56, bleibt mir treu, fallt nicht ab. Jesaja 57, die Warnung vor dem großen Gericht. Jesaja 58, das Gericht kommt. Jesaja 59, Christus richtet sein ewiges, tausendjähriges Friedensreich auf. Alles ist im Alten Testament drin. Das heißt, von Jesaja 52, 53 bis 59, 60 haben wir einen ganzen Zyklus der Heilsgeschichte. Wie in Sprüche 30, oder? Auch ein ganzer Zyklus. Naja, wie in den Siegelgerichten, auch ein ganzer Zyklus. Die Bibel zeigt es immer wieder die gleiche Geschichte wird erzählt, aus unterschiedlichen Perspektiven, sodass wir gut unterrichtet sind. Gottes Wort ist lebendig. Das ist wahr, das ist wahr bis aufs i-Tüpfel, sagt Jesus. Ja? Das ist was Großes. Und dass ihr so den Zugang habt zu Gottes Wort, das ist für mich was ganz Schönes, weil das ist der richtige Weg. Ja? Da ist Gottes Geist, das Wort ist Geist. Und der Geist macht das Wort lebendig. Gott ist Geist. Ja? Christus ist das Wort, das ist alles zusammen. Wer voll Wort ist, ist voll Geist. Ja? Nicht in der Schwärmerei, nicht in der Emotion, im Gefühl, sondern im Wort Gottes. Und deswegen, was ich glaube, ich das gestern schon gesagt habe, deswegen versucht der Teufel euch immer vom Bibellesen abzuhalten. Und mich auch. Wenn ihr die Bibel lest, wird garantiert das Telefon klingeln. Oder es klingelt an der Tür. Oder ihr seid abgelenkt. Ein amerikanischer Prediger hat mal gesagt, wenn er Bibel liest oder betet, dann nimmt er sich einen Zettel, Papier und einen Bleistift und die legt er neben sich. Weil wenn er anfängt zu beten oder Bibel lesen, dann klingelt es irgendwo oder irgendwas lenkt ihn ab. Oder ihm fällt ein, ich muss ja dies und das noch tun. Dann nimmt er den Bleistift, schreibt es auf und dann betet er weiter. Das hat er mir vor 25 Jahren gesagt. Ja, Fred Colvin, weiß nicht, ob den jemand kennt. Hat es von William McDonald. Ja? Ich habe gedacht, die Amerikaner, die sind aber auch wirklich schlau. Ne? Und das habe ich mir gemerkt und das ist gut, wenn man das tut. Da kann man nämlich in Ruhe weiterbeten und hat keine Angst, was zu vergessen. Ja? Kann man sich ja schon mal ein bisschen helfen, wenn sowas ist. Ja? Das würde ja heißen, dass das Haus David noch irgendwo existiert, ja? Dass es das noch gibt. Ich nehme es so, wie es da steht. Ich kann es nicht weiter erklären, ja? Ob das die gleiche Gruppe ist oder ob es zwei verschiedene sind. Ich sehe, dass es zwei sind. Ich sehe, dass es Plural ist. Ich sehe, dass diese Urim und Tumim Plural sind. Und mit dem Denken aus Sacharja und aus dem Wissen jetzt vom Brustschild, damit kann man auch mal in Offenbarung 11 gehen und nach den zwei Zeugen gucken. Ja? Darf ich den Bogen noch weiter schlagen? Vor Mose, diese Struktur 12 plus 2. Ja, also Jakob hat 12 Söhne und adoptiert Ephraim und Manasse. Ja? Ja. Ephraim und Manasse sind wo geboren? In Ägypten. In Ägypten. Offenbarung 11. Wie heißt Jerusalem dort geistlich? Sodom und Ägypten. Wo werden die beiden Zeugen geboren? In Sodom und Ägypten, in Jerusalem. So wie Ephraim, Dankeschön, ja, so wie Ephraim Manasse in Ägypten. Merkt ihr, das sind Linien und wenn wir diese Linien kennen, dann werden wir ein bisschen gewisser mit dem, was wir mit Offenbarung 11 mit den beiden Zeugen anfangen sollen. Das würde aber bedeuten, dass wir ein bisschen im Alten Testament rumstromern müssen. Und mal hier was und da was und überall findet man da was, ja, und zieht da was raus. Es gibt viele weitere Bilder im Alten Testament für die beiden Zeugen. Die Bundeslade wurde gestohlen, oder? Der alte Priester Eli war dort, hoher Priester. Und dann ist die Bundeslade, die haben sie als Maskottchen geholt, weil Gott ihnen keinen Sieg gegeben hat gegen die Philister. Dann holen sie die Bundeslade und sagen so, jetzt muss Gott uns ja helfen. Ja, jetzt passiert das Unglaubliche, die Philister klauen die Bundeslade. Die Bundeslade ist bei den Heiden. Gottes Heiligtum geht von Israel weg zu den Heiden, zu den Goyim, zu den Unbeschnittenen. Fast wie Pfingsten. Und dann nach einer bestimmten Zeit kommt die Bundeslade wieder zurück. Und die Philister sagen, wir wissen, das ist jetzt von Gott oder das ist nicht von Gott. Wir nehmen zwei säugende Kühe. Da geht es schon wieder um Geburt, um Säugen, um Wehen, um Nachwuchs. Ja? Und die Kälbchen halten sie zurück. Und diese zwei säugenden Kühe, die muhen und blöken und ziehen die Lade trotzdem weg von ihren Kälbchen nach Jerusalem, bringen das Heiligtum wieder zurück nach Jerusalem und werden dann geopfert auf einem Stein. Ja? Und diese zwei Zeugen, wenn die in der Endzeit wiedergeboren werden, bringen die durch Gottes Geist das Heiligtum wieder zurück nach Jerusalem und werden geopfert auf dem Berg Zion, wenn der Antichrist die dort tötet. Das steht in 1. Samuel 14. Das ist unfassbar, was das Wort Gottes für Tiefe hat. Ja? Da könnte man jetzt in Ruhe mal eine Bibelstunde drüber machen. Ja? Versteht ihr, wenn die in der Endzeit, die Juden, die dann zum Glauben kommen, wenn die Gottes Geist haben und dann 1. Samuel 14 lesen, die Bundeslade und die zwei säugenden Kühe, die nach Jerusalem das Heiligtum zurück, das purzelt denen nur so und das fehlt uns, wir sind schlecht unterrichtet.
Entschuldigung, die Pastoren und die Theologen, die haben was versäumt an uns. Die haben uns nicht informiert. Ja? Die googeln ihre Predigten zusammen. Manna aus der Dose. Ja? Gebrauchte Predigten, ja? Die jemand anders schon mal gehalten hat. Das ist doch traurig, ja? Aber das sind die Bezüge. Und versteht ihr, wenn wir das Alte Testament besser kennen und diese Dinge kennen und dann mit dem in die Offenbarung gehen, da macht es klack, 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 und dann passt es plötzlich, das springt wie magnetisch, springt das plötzlich zusammen. Ja? Und deswegen habe ich mich so gewundert und auch so gefreut darüber, dass ich hier in dem Text da 12-mal und 2-mal den dritten Teil gefunden habe, weil ich da mal so ein bisschen rumgestromert bin und da hat es plötzlich Klick bei mir im Kopf gemacht. Ja, und dann plötzlich, dann schreibt man das auf, deswegen habe ich ja dieses Buch nur geschrieben, weil ich so vergesslich bin. Ich habe gedacht, ich muss das aufschreiben, ich vergesse das, nächste Woche weiß ich das nicht mehr. Und da habe ich gedacht, ich schreibe das mal alles auf hintereinander. Und dann findet man plötzlich, wenn man sich im Alten Testament auskennt, findet man diese Bezüge in der Offenbarung. Deswegen glaube ich, dass die Offenbarung eigentlich, naja, für den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem geschrieben ist. Denn die sind Alttestamentler im Denken und die haben nicht die Probleme mit der Bildsprache der Offenbarung, wie wir die haben. Ja? Ja? Also das ist jetzt das Brustschild so im Zoom. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir wissen, was Urim und Thummim ist. Googelt mal im Internet nach Urim und Thummim, guckt, lest mal Wikipedia, lest mal Jerusalem Post, lest mal die jüdische Allgemeine, lest mal die jüdischen Zeitschriften, guckt mal, was die über Urim und Thummim schreiben. Die haben keine Antwort dafür, es gibt keine Antwort dafür. Die wissen nicht, was das ist. Die theologische Wissenschaft weiß nicht, was das ist. Und wir dürfen da reinschauen und dürfen verstehen, was da passiert. Ja? Das ist was Schönes, ja. Okay, also das sind die Posaunenabfolgen und wir haben in dieser Abfolge diese fünfte Posaune, die davon ausgespart ist. Aber wir finden in den ersten Posaunen 12-mal der dritte Teil und in der sechsten Posaune auch nochmal 2-mal der dritte Teil. Ja? Also es gibt ja diese Stelle, wo der Paulus von der letzten Posaune spricht, dass zur Zeit der letzten Posaune das Geheimnis Gottes dann auch offenbar werden wird. Und das sind die gängigen Theologen, die ich jetzt nicht nenne, die sagen dann natürlich, das ist eine andere Posaune als die wir hier in der Offenbarung haben. Ja? Warum es Posaunen sind, ich weiß es nicht. Aber Paulus spricht von dieser letzten Posaune, ja? Und ich glaube, dass das dieselbe letzte Posaune ist, wie die Johannes meint. Es gibt Schweizer Theologen, die sagen, das ist anders. Ja, das sind zwei verschiedene Posaunen. Es wurden 3 Posaunen geblasen, sagt man. So ist seine Deutung, er hilft sich da weg. Er muss da weg, weil wenn er dort bleibt, wäre die Entrückung spät. Also muss er was anderes finden, ja? Ja? Das heißt also, er sagt, in der römischen Armee war es so, es gab 3 Posaunen. Die erste Posaune hieß einpacken, alles packen. Zweite Posaune hieß fertig machen. Dritte Posaune war Abmarsch. Und er sagt, das war die letzte Posaune und die meint der Paulus, wenn er von der Entrückung spricht, dann meint er die letzte Posaune in der römischen Armee. Dann sage ich, wie kommt der Mann da drauf? Frage 1, Frage 2. Wenn die dritte Posaune die Entrückung ist, dann wüsste ich gerne, was ist die zweite Posaune? Was ist die erste Posaune? Das kann dir aber niemand sagen. Und wieso sollte der Paulus irgendwas aus der römischen Armee zitieren, wenn er hier über geistliche Zusammenhänge schreibt? Ich glaube, dass der Paulus ein großer Evangelist, Völkerapostel und Prophet war, weil der ja bis in den dritten Himmel entrückt war und unaussprechliche Dinge gehört hat. Und ich glaube, dass der Apostel Paulus 40 Jahre vor Johannes, als er seine Offenbarung geschrieben hat, schon über diese Dinge wusste. Das glaube ich. Und die Schriftgelehrten, wenn ich das so sagen darf, ihr nehmt mir das bitte jetzt nicht übel und die Schriftgelehrten auch nicht, aber die lesen die Buchstaben von Paulus, aber sie verstehen nicht, was da für eine Dynamis drin ist, was der da macht, wie der alttestamentliche Texte plötzlich auslegt. Ja, deswegen so könnte ich mir vorstellen, dass der Grund vielleicht ist, warum es da Posaunen sind. Ja. Und dass der Paulus schon im Jahr 50, 55 nach Christus das geschrieben hat und Johannes erst 45, 50 Jahre später, 90 nach Christus, das ist schon ein Ding. Ja. Also, das würde ja bedeuten, dass die ersten Posaunen, die ersten 4 und auch die sechste Posaune durch diese 12 und 2 Struktur irgendwie mit Israel in Verbindung stehen. Ja, mit dem Volk Israel. Und vielleicht ist das genauso ein Abriss über die Israelsgeschichte, wie das hier ein Abriss gewesen ist über die Weltgeschichte. Und hier haben wir ja auch einen Einschub. Ja, das war der Abriss über die Weltgeschichte, endet mit dem 1000-jährigen Reich.
Und hier haben wir einen Einschub, die Gemeinde Jesu. Ja? Genauso haben wir einen Einschub in unserem Text mit der Posaune. Wir haben hier 12-mal der dritte Teil, dann kommt ein Einschub und dann kommt wieder 2-mal der dritte Teil. Dann könnte man vielleicht sagen, dass das hier das alttestamentliche Israel betrifft und dass das hier die Gemeinde Jesu betrifft, aber nicht aus den Heiden, sondern auch immer noch aus den Juden. Soweit sind wir noch nicht, ja? Und danach ein echter irdischer Kampf wieder in Israel auch stattfinden wird. Ja? Finde ich erstaunlich. Vielleicht noch eine Anmerkung. Nicht in allen Bibeln findet ihr 12-mal der dritte Teil hier. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht durcheinander. Ja? In meiner Lutherbibel von 1912 fehlt einmal der dritte Teil. Ich hoffe, ich verwirre euch da jetzt nicht. Ja? Und zwar hier irgendwo in dem Vers 7, da ist der dritte Teil einmal ausgelassen worden, aber in einem anderen Textzeugen ist der dritte Teil drin. Ich glaube, ich denke, das ist der Mehrheitstext. Ich weiß es, aber ich bin nicht so gut an den Dingen. Aber Elberfelder ist er drin, Schlachter ist er drin, Neue Lutherbibel ist er drin. Aber in der 12er Lutherbibel fehlt der Teil. Warum auch immer, hat vielleicht einen anderen Textzeugen gehabt. Ja? Nur je nachdem, welche Lutherbibel ihr benutzt und lest das nach und sagt, boah, da hat der Klein sich das aber verzählt. Ja? Guckt erst einmal vielleicht in der anderen Bibel nach, weil da steht dann 12-mal der dritte Teil. Ja? Solche kleinen Abweichungen gibt es halt in der Bibel. Heißt aber nicht, dass die Bibel nicht inspiriert wäre. Ja? Also der Grundtext, der Urtext ist inspiriert, keine Frage. Aber wir haben viele, viele Abschriften davon und dann ist es sicher mal passiert. Auch, ja? Manchmal ist im Griechischen, da fehlt dann nur so ein Tüttel irgendwo drauf und dann ändert sich die Bedeutung vom Wort. Ja? Und das sind ja Papyri und ist manchmal schwierig, dann die Sachen so richtig abzuschreiben. Ne? Aber ich will das schon nicht durcheinander machen, die Bibel ist vollkommen zuverlässig da. Ja? Hier fehlt halt einmal dieser Ausdruck, ja. Das würde also heißen, dass wir, wenn wir den Text anschauen, dass das hier über das Gericht Israels spricht. Dass ein Berg brennend ins Meer fährt. Ja? Dass das heißt, Gott richtet Israel, und zwar das alttestamentliche Israel, weil sie Christus verworfen haben, wird Israel auch gerichtet. 12 tote Edelsteine. Ja? Dann kommt ein Einschub. Hier geht es um eine ganz andere Art von Kampf und von Krieg. Ja? Und am Ende kommt ein echter Kampf und da geht es um diese Harmageddon-Thematik. Ja? Denn da wird plötzlich wieder der Euphrat genannt. Wenn es zu schnell geht, müsst ihr unterbrechen. Ja? Der Text, wenn wir uns den hier vorne anschauen, den ersten Teil, jetzt haben wir eigentlich mal so einen Helikopterflug über den Text gemacht, ohne so sehr ins Detail zu gehen, weil wir verhakeln uns dann überall, ja, dann gehen die Gedanken weg. Wir haben nur mal einen groben Überblick gemacht, wo sind denn die Blumenbeete hier, ja, und welche Blumen stehen jetzt da drauf, da gucken wir uns jetzt im Detail mal an. Also das schreibt hier von diesem dritten Teil, von den Posaunen: Hagel und Feuer mit Blut gemengt wird auf die Erde geworfen, der dritte Teil der Erde verbrannte, der dritte Teil der Bäume verbrannte, alles grüne Gras verbrannte. Denke ich, ist eine sehr bildhafte Umschreibung für das Gericht am Volk Israels, an dem dritten Teil der Menschheit. Danach kommt dieser Weheruf, das wäre hier. Ja? Und danach kommt die fünfte Posaune. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Hier geht es um einen geistlichen Kampf, eine geistliche Armee, eine Armee von Dämonen, der Satan, der den Abgrund öffnet. Ja? Ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben, und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, dieser fünfte Engel, der musste den auftun. Und es ging ein Rauch aus dem Brunnen, wie ein Rauch eines großen Ofens, und es ward verfinstert die Sonne und die Luft vor dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten das Gras auf Erden, noch ein grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Das sind sehr verschlüsselte Verse.
Die sind sehr, sehr verborgen. Ja? Haben wir auch ein Siegel Gottes an unseren Stirnen? Wir sind auch Versiegelte. Ja? Wir tragen das Siegel Gottes an unseren Stirnen, das Siegel Jesu Christi, wenn man so will. Ja? Und hier wird durch diese Heuschrecken denen Schaden getan, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben, also Menschen, die nicht gläubig sind. Die betrifft das hier. Diejenigen, die das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben, die sind bewahrt. Ja? Und dann wisst ihr, heute ist halt auch so, es gibt ja Menschen, die sich mit okkulten Dingen beschäftigen, mit Gläserrücken und mit Tische schieben und mit Geister herbeirufen, gibt es sehr, sehr oft unter den jugendlichen Leuten. Ja? Wir hatten einen Freund und Glaubensbruder, der ist Winzer in der Neustadt an der Weinstraße, und der hat jemanden, der ihm Saatgut geliefert hat, und dann ist er zu ihm gekommen und hat Wünschelrutengehen gemacht bei ihm im Garten und ist dann mit der Wünschelrute, mit so einer Metallrute durch den Garten, und dann irgendwann fing der an zu zittern und ist ausgeschlagen und sagt er, hier ist eine Wasserader. Oh, sagt der Hermann, heißt der Bauer, ja. Sagt er, das ist ja ein Ding, wie machst denn du das? Ja, das geht ganz automatisch, das kannst du auch. Sagt er, echt? Wie geht denn das? Das ist ein Pfälzer, ja? Kann ich das auch? Ja, das kannst du auch. Also hat er gesagt, fass mal die Wünschelrute mit einer Hand an, die andere Hand gibst du mir. Und der hat dann den Hermann angefasst und mit der anderen Hand die andere Seite von der Wünschelrute. Dann sind sie durch den Garten gegangen und dann hat ihn immer ausgeschlagen. Und der Wünschelrutengänger, der ist total nervös geworden. Der sagt, was ist denn jetzt los? Das ist ja noch nie passiert. Lass mich das mal machen wieder. Also hat er sie genommen, hat sie wieder ausgeschlagen. Und wenn der Hermann die genommen hat, ist er nicht ausgeschlagen. Er sagt, das kann ja gar nicht ausschlagen. Ich gehöre ja auch im Heiland, sagt er. Ja? Ja? Das ist ein Schlauer, das ist ein Bauer, ein schlauer Mensch. Ja? Der sagt, ich sage immer zu ihm, deine Frau ist intelligent, aber du bist schlau. Und die Schlauen kommen durchs Leben. Ja? Und wer das Siegel Jesu hat, ist bewahrt davor. Deswegen muss man sich nicht in alle Gefahren reinbegeben, aber man muss auch keine unnötige Angst haben. Ja? Das ist auch wichtig. Jesus passt auf uns auf. Haben wir ja gesungen am Anfang auch, ja? Dass der Herr für seine Gemeinde sorgt. Also diese Art von Heuschrecken, diese Art von Skorpionen, die plagen die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Ja? Betrifft das jetzt Israel oder die anderen? Das ist ein bisschen schwierig für uns zu denken. Ich glaube, dass das Israel betrifft und ich glaube, dass das auch speziell in Jerusalem nochmal ist. Ja? Die Gemeinde Jesu aus den Heiden, die ist hier noch ausgeblendet, ja. Die kommt auch mal vor in der Offenbarung, aber nicht so sehr im Schwerpunkt wie in den Paulusbriefen. Warum? Weil die, die das lesen, die Adressaten von der Offenbarung, das sind alles mehr oder weniger Juden, die zu Jesus gefunden haben in der Endzeit, ja. Für die liegt die Zeit der Gemeinde hinter ihnen. Das ist 2000 Jahre Vergangenheit. Das spricht mitten in deren Zeit rein. Deswegen steht auch in der Offenbarung, dass Gott dieses Wort seinen Knechten, den Propheten, gegeben hat, um ihnen zu zeigen, was bald geschehen muss, oder? Da sagen die Theologen, ja, das ist jetzt aber schon 2000 Jahre bald. Ja, jetzt habe ich aber bald keine Geduld mehr. Ja? Ja? Das steht deswegen in der Offenbarung drin, weil die Offenbarung eigentlich nicht für uns Heidenchristen gilt, sondern speziell für die, die in Israel wiedergeboren werden, damit die Gottes Wort haben und taggenau wissen, was auf sie zukommt. Das wird bald sein. Ja? Warum bald? Das sind höchstens 7 Jahre. Das ist die letzte 70. Jahrwoche. Und dann passt es auch mit der Offenbarung, um ihnen zu zeigen, was bald geschehen muss. Wir sitzen hier und schauen in etwas, was uns eigentlich fremd ist, ja, so wie die Juden damals beim Paulus in die Nationengemeinde reingeguckt haben, haben gesagt, auch in Griechenland gibt's Menschen, die an Jesus glauben, die getauft werden und die Gottes Geist haben, ja. So schauen wir jetzt praktisch nach vorne in die letzte 70. Jahrwoche in diese israelische Sicht der Dinge. Und da muss man sich drauf einstellen, gedanklich. Ein bisschen kompliziert, ja. Im 5. Siegel steht, dass diese Heuschrecken nur gleich den Rossen sind. Die sind so, das sind keine Rosse, die sind wie Rosse. Die haben auf ihrem Haupt wie Kronen, die haben keine echten Kronen auf ihrem Haupt, die haben wie Kronen, ist ein Bild. Ja? Dem Golde gleich, ihr Antlitz ist gleich der Menschenantlitz, aber sie haben keinen Menschen, das ist ein Vergleich. Ja? Sie haben Panzer wie eiserne Panzer, sind keine echten Panzer, die echten Panzer zeige ich euch gleich. Ja? Diese sind wie, sie haben Flügel wie das Rasseln an den Wagen vieler Rosse, hatten Schwänze gleich den Skorpion, das gleich, das ist ein Bild, das sind dämonische Wesen, vielleicht dämonische Menschen, ja? Die von diesen Dämonen, die aus dem Abgrund kommen, ist eine finstere, okkulte Zeit. Jesus sagt eine Zeit, wie sie nie war und nie mehr werden wird.
Aber diese Zeit wird nur 5 Monate dauern. Die wird hier sein, ja? Praktisch in der Phase. Nur 5 Monate. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, warum das so ist. In diesen ersten 5 Monaten. Und diese Zeit, sagt Jesus, wenn die nicht verkürzt würde, könnte kein Mensch gerettet werden. Ja? Diese wird verkürzt durch einen ganz bestimmten Umstand, den ich da vermute, aber führt jetzt ein bisschen zu weit. Ja? Okay, die haben über sich einen König, einen Engel des Abgrunds, das ist der Satan, das ist der Teufel. Das ist der Herr dieser Wesen hier. Ja? Dessen Name heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch hat er den Namen Apollyon, das ist der Fürst der Finsternis, den ihr in Hollywood in allen Filmen gezeigt bekommt. Die zeigen uns das. Herr der Ringe ist eine Dokumentation. Das heißt, wir spüren das ja schon, dass dieser Finstergeist, der Mann und Frau durcheinander bringen will und die Gemeinde durcheinander bringen will und alle möglichen Dinge überall reinstreut, dass das immer manifester wird. Sogar Weltmenschen merken das ja. Ja? Und fangen an, nach Jesus zu suchen. Ist auch eine schöne Sache bei Corona, ja? Ja? Also, das wird auf jeden Fall noch eine spezielle Zeit sein. Das wird eine Zeit der Wehe sein. Ja? Das wird ein Wehe sein. 5 Monate. Also das ist praktisch dieser geistliche Kampf gegen die Fürstentümer der Luft. Ja, da hat Paulus ja auch von geschrieben, dass das auch unser Kampf ist, heute schon. Kennt ihr vielleicht auch im Glauben, wir haben heute Nachmittag kurz drüber gesprochen. Manchmal ist ein Glaubensleben angefochten, ja, umkämpft. Manchmal muss man auf die Knie und hart beten. Also den Kampf kennen wir heute auch schon. Ja, der ist für uns nichts Ungewohntes. Ja, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten. Mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Da sind die Kosmokratoren. Mit denen haben wir alle zu tun jetzt, auch die Weltmenschen. Die sehen, was die in der Lage sind. Okay, also wir haben jetzt praktisch hier diesen irdischen Kampf Israels, diese Auseinandersetzung, den geistlichen Kampf dann, der in dieser 70. Jahrwoche stattfindet. Und am Ende wird dann der 6. Engel posaunen. Und da steht, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte, löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Hier kommt der Euphrat plötzlich wieder ins Spiel. Assyrien, Euphrat, Babylon, das ist Jesaja. Jesaja sagt ja davon, dass eine Jungfrau schwanger wird, einen Sohn gebären wird, den wird sie Immanuel nennen. Und in dein Land, Immanuel, wird Ägypten kommen und Assyrien kommen. Der Herr wird zischen der Biene am Wasser Ägyptens und der Fliege am Wasserstrom Euphrat, Assur, ja? Und beide werden kommen und dir bis an den Hals reichen. Das ist das, was hier steht. Die werden nach Israel kommen, die werden Damaskus zerstören, dass Damaskus keine Stadt mehr ist. Die werden die Stadt des Antichristen zerstören und werden dann in Harmageddon sich lagern. Und die kommen vom Euphrat. Das ist das zweite Mal, dass der Euphrat hier wieder eine Rolle spielt. Und auch diese Dinge, man müsste Jesaja jetzt mal ein bisschen lesen, ja, dann würde man sehen, dass diese Assyrer ins Land des Immanuel kommen. Das Land Christi. Ins Land Jesu Christi, nach Israel kommen. Das sagt Jesaja für die Endzeit. Und das finden wir plötzlich hier wieder, dass die vom Euphrat kommen. Diese Könige am Euphrat. Warum 4, werden wir sehen. Ja? Ob es Iran, Irak, Aserbaidschan und Turkmenistan ist, weiß ich, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Vorher weiß man es nicht. Aber hier geht es jetzt um einen echten Krieg. Ja? Es wurden die 4 Engel los, die bereit waren, auf die Stunde, auf den Tag, auf den Monat, auf das Jahr fest definiert, dass sie töteten den 3. Teil der Menschen. Da ist wieder der 3. Teil. 12 und 2 haben wir gesagt. Ja? Und die Zahl des riesigen Volkes war viel 1000 mal 1000. Bei euch steht vielleicht 200 Millionen oder 2 mal 100. Ja? 200 Millionen. Ja? Riesenvolk. Und ich hörte ihre Zahl. Zählen konnte er das wahrscheinlich nicht so schnell. Ja? Und also sah ich die Rosse im Gesicht und die darauf saßen, dass sie hatten Feuer, bläuliche, Rauch, schweflige Panzer, Schwefel. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Das ist ein Vergleich. Ob das Panzer sind, ich weiß nicht. Man darf es ja auch nicht überinterpretieren. Ja? Aber dass hier Feuerwaffen erwähnt werden, 90 nach Christus, ich glaube, das kann man sehen. Das ist relativ deutlich. Und
Die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen und aus ihrem Mund ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil, wieder der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihrem Mund ging. Denn ihre Macht war in ihrem Munde und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich. Das ist wieder ein Vergleich. Hatten Häupter, mit denen selben taten sie Schaden und so weiter. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel, die Dämonen, ja, die beten Dämonen an, sagt die Schrift, das wird kommen in der Endzeit. Und goldenen und silbernen und ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen noch hören noch wandeln können. Unser Gott kann das aber. Das ist ein lebendiger Gott, ja. Und taten auch nicht Buße für ihre Morde und Zauberei und Hurerei und Dieberei. Feuer, Rauch und Schwefel zweimal. Und das ist eine echte Schlacht, die da stattfindet. Mit Schusswaffen, mit Feuerwaffen. Weltweit. Ich glaube, speziell in Harmageddon, das geht aber aus dem Text jetzt nicht hervor. Ja? Das ist in einem späteren Kapitel, wird das nochmal beschrieben. Hier sind wir halt auch in so einem groben Zyklus, ein grober Ablauf der Israelsgeschichte mit 12 und 2 Posaunen. Dann kommen wir auch zum Schluss. Ja? Das ist, bezieht sich auf Israel, die 12 Stämme des Alten Bundes und die 2 Stämme, die 2 Zeugen noch, ja, das Haus David und die Bürger Jerusalems. Gemeinde Jesu aus den Heiden, noch nicht drin. Ja, ist da nicht drin. Ist auch in der Offenbarung nicht mehr so sehr das Thema, weil wir uns dann schon hier bei den beiden befinden, ja, bei den letzten beiden Zeugen. Letzte Folie. Ja, das darf man nie vergessen. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wer ist der Sieger? Jesus ist der Sieger. Ja? Er ist der Reiter auf dem weißen Pferd. Mit ihm fängt alles an. Und mit dem Zorn des Lammes hört es dann auch auf. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist.